Würfelbox. Herzlich willkommen hier bei Würfelbox. Ich bin der Markus und heute schauen wir uns in einer Kurzreview das Spiel oder besser die Spiele Justice League Hero Dice, einmal die Batman-Variante, einmal die Superman-Variante an. Einzeln betrachtet ist das ein Solo-Spiel für einen Spieler, allerdings kombiniert, in diesem Fall beide Spiele, können es zwei Spieler spielen, und zwar kooperativ. Die Spieldauer beträgt ungefähr 20 Minuten pro Spiel. Wenn man das Spiel schon etwas besser kann, könnte es sogar etwas schneller gehen. Ziel des Spiels ist es, oder besser gesagt, das Thema des Spiels, jeder Spieler übernimmt die Rolle eines DC-Helden, in diesem Fall gibt es bis jetzt bloß Batman und Superman, es werden aber weitere Helden folgen, und versucht entweder alleine oder in Kooperation typische Schurken aus diesem Universum aus den jeweiligen Städten, also Metropolis oder Gotham City, zu vertreiben und zu bekämpfen. Das Ganze funktioniert über jeweils einzigartige Würfelmechanismen. Das heißt, Superman zum Beispiel besitzt einen gewissen Yahtzee-Mechanismus mit drei unterschiedlichen Würfelfarben. Batman hingegen versucht mit 7 Würfeln Batmobil-Symbole zu würfeln, dadurch Schadensmarker konstant wegzulegen, Wundenmarker zu vermeiden. Es sind einzigartige Mechanismen und auch die folgenden Helden werden einzigartige Mechanismen hierbei aufführen. Ziel ist es, wie gesagt, am Ende einen möglichst guten Punktewert zu bekommen. Der Punktewert ist dadurch zu erreichen, dass möglichst wenig Schurken in die Stadt einfallen. Das heißt, die Schurken, die auf einen zukommen, sollten möglichst schnell neutralisiert werden. Ich gebe dem Spiel vor allem als kooperatives Spiel 5 von 6 Punkten. Es ist ein kurzes, erfrischendes kooperatives Spiel, das trotz allem sehr unterschiedlich wirkt, je nachdem, welchen Helden ich spiele. Und das ist was Besonderes. Und es macht wirklich Freude, auf die neuen Helden zu warten und was da für Würfelmechanismen auf uns zukommen werden.